Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Zelda Ocarina of Time. Meine Freunde, ich bin wieder natürlich der Avenger und ja, im letzten Part haben wir uns das Kokiri-Schwert geholt und das Deko-Schild und haben natürlich auch erfahren, worum es hier überhaupt geht. Und wir werden jetzt den Deko-Baum besuchen. Viel Spaß dabei. Ich weiß, es ist alles ein bisschen viel Story, aber naja. Deko-Baum, ich bin zurückgekehrt. Ja. Oh, Navi. Du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, Avenger. Hör nun die Worte, die ich, der Deko-Baum, dir zu sagen habe. Aus der dritten Person, wie einfallsreich. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zur neuer Stärke gelangen, werden die Auserwählten vom Albträumen geplagt. Ja, definitiv ja. Dies ist auch dir widerfahren. Avenger, nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft, oh Mann, sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Scheiße. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Nö. Ja, doch. Ja, mach mal. Hab grad nichts Besseres vor, nicht? Also, so sei es. Tritt ein, tapfere Avenger. Und auch du, Navi. Navi, Holfi, unterstütze Avenger. Und du, Avenger, hör mit. Zeh nach oben, Navis Worte. Denn es sind Worte der Weisheit. Ja, das glaubst aber auch nur du. Ja, gut. Jetzt müssen wir gerade gucken. Ah, Schild war hier. Okay, alles klar. Gut, gut zu wissen. Weil wir wollen nämlich noch was anderes holen. Oh, was wir sonst gar nicht haben. Lass mal die Karte. Ja, ich denke schon. Und? Warte mal, wie war das hier so? Aha! Guck mal. So, hervorragend, hervorragend. Da haben wir wieder einen Deko-Stab, toll. Das hat ja super funktioniert. Okay, dann gehen wir halt mal direkt rein und gucken, was uns erwartet. Na, warte mal. Ich müsste vielleicht auch mal den Deko-Stab ausrüsten, nicht? Weil der Deko-Stab ist mit einer der wichtigsten Gegenstände in diesem Spiel. Ne? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil die Deko-Stäbe, ihr werdet es nicht glauben, sind stärker als das Kokiri-Schwert. Das ist schon echt hart, oder? Naja, aber brauche ich euch nicht erzählen. Gut. Wir sind im ersten Dungeon. Ich habe mir vorgenommen, eigentlich jeden Dungeon so in 15 bis 20 Minuten locker zu schaffen. Ja, genau. So, anvisieren, Schild raus, ne? Und hoffen, dass es gut wird. So. Ja, hättest du wohl gedacht. Oh, verdammt! Oh, alles klar! So, jetzt haben wir auch schon eine Deko-Nuss. Und die werden wir jetzt auch ebenfalls ins Inventar aufnehmen. Weil die sind auch sehr, sehr wichtig. Und es nervt schon ein bisschen, dass das Menü immer so ewig braucht. Gut, holen wir uns doch gleich mal die nächste. Okay, jetzt schauen wir einfach mal. Normalerweise, wenn das Viech da so nach vorne geht. Ah, nee, so läuft das nicht. Okay, alles klar. Ja, komm. Friss. Nee, auch nicht. Okay. Dann oh doch. Da brauchen wir aber drei Schläge. Das ist aber komisch. Okay. Na gut. Egal. Ich habe ja gesagt, 15 bis 20 Minuten. Also müssen wir uns ranhalten. Wir müssen uns ranhalten. Ich hoffe, mit der Steuerung komme ich zurecht, Alter. Es ist gar nicht so leicht. Das Anvisieren und so, das kriegt man schon irgendwie hin. Also, dürfte jetzt noch kein Problem darstellen. So, da haben wir schon mal ein Herz wieder und, ja. Gut, ich hoffe, ich krieg noch alles zusammen. Ich sehe dir diese Wand an. Vielleicht kannst du ja an den Pflanzen hinaufklettern. Ja, aber das ist ein bisschen früh, ne? Das machen wir jetzt mal schön nicht. Wir machen jetzt erstmal so eine Truhe auf. Die erste Truhe im Spiel. Was wird wohl drin sein? Labyrinthkarte, bla 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 bla. Okay, alles klar. Hervorragend. So, da gehen wir jetzt aber noch nicht hoch, weil hier kriegen wir noch ein kleines Gadget, Alter. Das ist sehr, sehr wichtig.
um eine Tür zu öffnen. Bla, bla, genau davor. Bla, und drücke A, bla. Achte auf das blaue Action. So, hervorragend. Also, auf damit. Oh ja, ja, ja. So, komm. Ah ja, genau. Vergebung, Herr. Lässt du mich gehen, wenn ich dir ein Geheimnis anvertraue? Vielleicht, hä? Springst aus großer Höhe und drückst dabei vor der Landung, bei der Landung den Bläh nach vorne, rollst du dich ab und... Ja. Allerdings kann ich nicht wirklich garantieren, dass dies bei jeder Absprunghöhe klappt. Naja, wir können ja mal mit Bungee-Jumping versuchen. Probier's ab, auch. Tja, dann werde ich mal gucken, ob ich irgendwo ein Seil finde, dann können wir da auf jeden Fall was machen. Gut, das werde ich jetzt nicht benutzen, weil so kommen wir dann schneller wieder ans Ziel. Ding, 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 ding. Hier kriegen wir dann wieder was ganz Cooles, ey, was ganz, ganz Cooles. Aber seht selbst, wenn ich die Truhe geöffnet kriege, ja. Was wird wohl drin sein? Die Spannung steigt. Eine Schleuer, Feenschleuer, wie auch immer. Bla, 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 bla. Ja, Gegenstandmenü. Ja, C um Schleuder. Ja, halte C und Ziele. Lass, ja, lass los. Deko kennen, bla. Oh Mann, ey. Diese. Gut, alles klar. So, dann werden wir dieses doch gleich mal verwenden. Ich hoffe, ich kriege das alles noch so hin, wie ich das gerne hätte. Also. Wir werden es erleben, wir werden es erleben. So, jetzt müssen wir nämlich hier schon das erste Mal. So, dann nehmen wir das Ding. Das wäre dann die Leiter, um hochzukommen. Ne? Aber das überspringen wir jetzt mal ganz dezent. So kommen wir auf jeden Fall schneller rüber. So, das haben wir schon erfolgreich geschafft. Jetzt können wir nämlich auch diese komischen Skulptula-Viecher da oben runterschießen. Ne? So, und zack und bam. So, das Ziel sparen wir uns jetzt mal. Jetzt machen wir mal eine kleine Zielübung. Und das gleiche noch einmal, weil es so schön war. Na, okay, machen wir weiter. So, da haben wir auch schon Deko-Kerne. Ein neues Gadget. So, was spuckst du noch aus? Ein Rubin. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr sinnvoll. So, ja, nee, hier gehe ich nicht hoch. Da drüben geht's los. Da geht's los. Ja, das ist schön. Das ist echt schön. Also, ich habe mir schon ewig auf dieses Spiel gefreut und ich habe sehr lange überlegt, ob ich das jetzt nochmal mache. Einfach mal so. Aber da ich ja eh schon Bock hatte zu spielen, habe ich mir dann so gedacht, komm, dann nimmst du es auch gleich auf. Dann hast du was Neues und, ja, was Neues, Altes. Auf jeden Fall was zum Hochladen. So, das ist das Riesenviech nochmal in komplett neu und so. Also in komplett groß. Nichts Weltbewegendes, wie ihr gerade gesehen habt. Die erste Tür. Ah ja. Hier ist schon das erste Dingsbums-Rätsel, glaube ich, ne? Aber seht einfach selbst. So, deswegen sind die Dekostäbe so enorm wichtig. So, so haben wir schon mal die Tür wieder geöffnet. Schnell wieder eingesteckt, weil, ne? So ist es halt. So, jetzt gucken wir mal. Ah, verdammt. Also die Steuerung ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Jetzt holen wir uns auf jeden Fall erstmal die dritte Truhe mittlerweile. Ja, hervorragend. Das hat ja super geil um Matiko geklappt. Ja, ja, schon klar. Verpingel dich mal. So, hervorragend. Also, ihr seht schon, das mit der Steuerung, das ist alles noch ein bisschen und zack, die Bohne. Boah, fast schon wieder verkackt. Ey, habt ihr das gesehen, alle? Ja, da hätten wir dann spätestens auch den Dekostab bekommen. Für dieses kleine Rätselchen, weil, ne? Sonst hätten wir das ja sowieso nicht gedacht. Schon wieder 9 Minuten, Alter. Ist ja irre. Also, da muss ich jetzt noch ein ganz schönes Stück drauflegen, dass das hier alles so richtig schnell funktioniert. Ja, komm, das geben wir uns jetzt auch noch da. Das komische Viech da. So, komm, auf geht's. Zack, bang. So, das haben wir auch jetzt gar nicht ein, was da kommt.
Da ist aber eine Skulltula, eine goldene. Die müssen wir auf jeden Fall noch holen. Ich möchte jetzt zwar nicht alle holen, für die, die Zelda kennen, da kann man verschiedene Flüche damit irgendwie bekämpfen und dann kriegt man dafür verschiedene Sachen. Unter anderem den ganz großen Geldbeutel und. Also jede Menge Zeug auf jeden Fall. Ja, goldene Skulltula und. So, jetzt noch eine kleine Truhe, wahrscheinlich ein Herz drin oder so. Mal gucken. Okay, alles klar. Gut, hätten wir das auch geschafft. Ja, in diesem Spiel, es geht mir eigentlich mehr um die Story. Ne? Es ist nicht schwer zu spielen, seht ihr ja schon. Aber die Story ist halt unwahrscheinlich megamäßig geil. Und deswegen mache ich das auch. Für den einen oder anderen ist es vielleicht auch einfach nur, ja, eine super coole Gute-Nacht-Geschichte. So, und... So, und da sind wir auch schon im zweiten Teil des Dungeons, also in einem... jetzt dachte ich schon fast. Naja, Vorderhand. Genau das war das, was ich immer so, ne? Ist natürlich auch geil, sobald man das Schwert zieht, dass da irgendwie, ne? Aber hey, ist okay. So, da haben wir jetzt schon eine weitere Hürde. Jetzt mal brauchen. So, das goldene Skulltula. Zwei Schuss. Ja, mit der Steuerung, das ist alles noch ein bisschen schwerfällig, aber ich denke mal, das kriegt man so im Laufe des Let's Plays, kriegen wir das auf jeden Fall gebacken. Es wird nämlich noch megamäßig anstrengend, sag ich jetzt mal, bei manchen Sachen. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist, hätte ich jetzt einfach mal behauptet, ne? Gut, den Knopf können wir unbemerkt, also unbesorgt drücken, weil das ist eigentlich nur fürs Feuer, dass ich die ganzen Spinnweben entfernen kann. Alles noch ein bisschen easy. Okay. Alles klar. Oh, verdammt. Ja, alles klar. Dann machen wir es halt so. Nein, auch nicht. Nein, immer noch nicht. Oh, verdammt. Jetzt wollte ich mal stylisch das Ding holen, ja, und dann so was. Dann so was. So, hervorragend, die dritte goldene Skulptur mittlerweile. Es gibt verdammt viele in ganz Hyrule, irgendwo verteilt. Und ja, die müssen wir halt alle finden, ne? So, da kriegen wir auch schon wieder ein Herz. Als ob ich die alle nötig hätte. Also, okay, alles klar. Ja, Feuer eingesammelt. Darauf achten, dass wir nicht darunter fallen. Ja. Hervorragend. Also das passt ja schon wieder einwandfrei, was ich hier gerade demonstriere, wie ihr seht. Also muss ich schon sagen, absolut beste Qualität. Und ja, zuhauen und so war jetzt gerade nicht. Ich habe das schon wieder vergessen. Ist ja egal. So, jetzt müssen wir den hier noch bezwingen. Der verrät uns dann wieder einmal ein kleines Geheimnis. Vergib mir, Herr, ich werde es nicht wieder tun. Lass mich frei und ich gebe einen Geheimnispreis. Dann mach mal. Nie wirst du meine Brüder bezwingen, wenn du sie nicht in richtiger Reihenfolge besiegst. Merk dir 2, 3, 1. Rechts vor links. Aber die goldene Mitte, bla. Naja gut, ist egal. Kriegen wir auf jeden Fall hin. So, wieder einmal ein kleines Rätsel, nicht? Ja, hier ist wieder das beste Beispiel, das könnte ins Auge gehen. Oh Mann, an dem arbeiten wir noch. Aber naja. Oh, hier gibt es auch nochmal einen coolen Trick. Wenn es funktioniert, ich hoffe, das klappt beim ersten Mal. Das wäre natürlich mega geil, wenn ich da jetzt nicht sofort fehle. Ja, hier wird man aufgefordert zu tauchen. Um da vorne diesen Drücker da hier unten zu betätigen. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Da ist er. Da zumindest, ja. Ihr könnt er bestimmt sehen. Aber das machen wir nicht. Nein, wir machen nicht was viel Cooleres. So, wir machen das nämlich so. Oh, und das hat wieder mal nicht geklappt. Okay, alles klar. Mache ich das jetzt wirklich bis ich schaffe? Ja, ich werde es tun. So.
So, und schon hat es geklappt. Wunderbar. Da spart man sich nämlich einen mega Aufwand, sofern man es natürlich schafft. Ist ja klar. So, meine Freunde. Wieder ein paar. Stell dich vor den Steinblock und halte A gedrückt. So kannst du ihn ziehen oder schieben. Auch zum Hinaufklettern musst du dich vor den Block stellen. Drücke erst bla, bla, bla. Ihr merkt schon, die Navi, dieses Symbol der Weisheit, ja, kann manchmal ziemlich nerven. Aber ich meine, für die, die es ja nicht wissen, die müssen das ja, ne? Müssen das ja auch alles wissen. Aber da ich das ja schon weiß, könnte es eventuell nerven. Oder tut es. Achso, hinauf. So, ne? Ja, die Controller-Einstellungen, die werde ich auf jeden Fall noch fixen. Ne? Weil ich merke schon, ich komme mir öfters mal durcheinander. Aber das ist auch ebenfalls kein Problem. So, zack, bang. Zack, bang. Wieder mal ein Deko-Stab. Wow, nice. Und nochmal bam. Wow, nice. Cool. So, und diesen Vogel hier sollte man vielleicht... Mhm. Ja, alles klar, wunderbar. So, auch wieder ein sehr simples Rätsel. Ich hätte eigentlich das Master Quest spielen sollen. Aber... Ja... Ich hab's nicht gefunden. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall wäre es eigentlich ganz cool gewesen, aber... habe ich ja gerade den Grund genannt. So, zack, bang. So, hier ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht in die Mitte tritt, weil dann so komische Eier von oben runterfliegen. Die zeige ich euch mal hier. Da, und da kommen so Minispinnen raus und... Na, bin ich nicht so scharf drauf. Bleiben wir einfach mal dabei. Dass ich da jetzt nicht so scharf drauf bin. So, hier vorne gibt es jetzt auch noch was. Da kann man dann reinklettern. Da hat man dann so einen komischen Vogel, den man befragen kann. Skulltula, oder warte mal, war das eine Skulltula da drin? Ach nee, da brauche ich ja eine... Ja, Skulltula ist da drin, aber da braucht man eine Bombe, die ich nicht habe. Und mein Stock ist gerade abgebrannt, verdammt. Ach Mensch, das ist aber auch wieder umständlich alles. Okay, ihr seht schon, die Stäbe halten natürlich nicht ewig, ne? Ist halt nun mal so. Aber da muss man durch. Da muss man die direkt durch. So, ganz stylisch abgebrannt. Schnell wieder weggesteckt und weiter geht's. Jetzt müssten wir auch schon am anderen Ende angekommen sein. Ja, ihr werdet den Raum gleich wieder erkennen. Geht's aber mal kurz von aus. Ich habe hier schon mal einen riesen Fail gelandet, soweit ich das noch weiß. Ich habe nämlich, ohne den Block hier runter zu schieben, bin ich da runtergefallen. Fragt nicht, wie ich das geschafft habe. Und dann muss ich den ganzen Scheißweg nochmal laufen. Und deswegen weiß ich das, dass ich das zuerst machen sollte, bevor ich hier irgendwas mache. Wichtig ist dabei, das muss ich sogar machen, weil hier ist ja ein Netz, aber ihr seht schon, da oben an diese Fackeln, da kommt man nicht rein. Wisst ihr? Und deswegen muss das so, obwohl ich... Nee, der hält dann Stab nicht hoch genug für. Gut, ist aber kein Problem. Ne? Da müssen wir nämlich dann hier drüben, da mit der Fackel und so, dann hier rüber springen. Da hoch, eventuell. Und dann... Nein! Was muss man da machen? Verdammte Kacke, ich hab's vergessen. Hä? Normalerweise haut man doch mit dem Stab zu und dann läuft das dann oder so. Naja, egal. Wir kriegen das noch hin, denke ich, hoffe ich. Oh Mann, es ist halt auch schon ewig her. Vielleicht machen wir einfach eine Rolle und dann... Ah ja, genau so läuft das. Okay, schnell wieder weggepackt. Das Ding. Und schon haben wir das eigentlich schon gepackt. Komm her, du Sau. Na los. Ah, komm, dann machen wir es halt so. Ist egal jetzt. So, da haben wir noch eine Dekonuss. Das war wieder... Ihr seht schon, ich verwechsel die Knöpfe, weil ich bin das anders gewöhnt. Jetzt wird es langsam echt peinlich. Ich sollte öfters mal mein Schild benutzen. Und wenn ich das... Achso. Und wieder den Knopf verwechseln. Yay, nice, auf jeden Fall mega geil. Ich sollte auf jeden Fall öfters mein Schild benutzen, ja. Aber
Ich überschreite schon wieder die Zeit. Das sehe ich gerade schon. Na komm, füllen wir das jetzt auch noch auf, weil, ne, brauchen wir ja. Okay, rechts vor links war das. Erst die zwei. Also die goldene Mitte, hier den da. So, zack, bang. Und dann den hier. So, komm, auf geht's. Sammel deine Nuss. Speuz mich an. Spit in your face. Fett. So, woher kanntest du unser Geheimnis? Bist du ein Hellseher? Nein, bin ich nicht. So sei es denn, ich werde dir das Geheimnis der Spinnenkönigin verraten. Das ist nett. Um sie zu vernichten, solltest du die Früchte des Baumes nutzen. Ja, also die Dekonüsse. Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Ist vollkommen richtig. Schau nur mal, ich habe das mal geschafft. Ich habe das mal geschafft. Ich habe das mal geschafft. Ich weiß noch nicht mehr wie. Wie war denn das? War das so? Naja, wir werden sehen, wir werden sehen. Ihr seht ja jetzt, was abgeht gleich. Ich denke mal, den mache ich noch. Ich habe zwar die 20 Minuten schon wieder übersprungen, aber die Königin machen wir auf jeden Fall. Ihr habt sie bestimmt gerade eben schon so aus dem Augenwinkel mal gesehen. Da oben hängt es auf jeden Fall blöd rum. Und um diese zu finden... Alter, was ist das? Ihr hört es schon kräftig rumzappeln und krabbeln. Da oben ist er nämlich. Dankeschön. Okay, Concentration. Ah, verdammt, ich hab's geahnt. Nein, ich hab's gewusst. Also, normalerweise ist es ja so, dass man das Schild zückt, weißt du, und dann zusticht und dann im letzten Augenblick diesen Sprungschlag hier macht. Aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich das so einfach schaffe. Jetzt muss ich ja nochmal gucken, dass ich das Auge treffe. Ja, perfekt. So, jetzt. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Zwar nicht so schnell, wie ich es gerne gehabt hätte, aber der war ja recht easy. Ne? Ich habe schon wieder ein Herz verloren. Das ist eigentlich Blamage, aber hey, ist okay. Wir haben es geschafft, auf jeden Fall. Fast im Zeitlimit. Also da werden wir auf jeden Fall noch dran feilen. Schwierig wird es dann auch bei dem des Übernächsten und so. Ja gut, jetzt kriegen wir auf jeden Fall noch einen Herzcontainer. Dann kriegen wir ein Herz dazu. Und natürlich wird auch alles wieder aufgefüllt. Und ich würde mal sagen, bevor ich jetzt euch das Gelaber vom Dickebaum gebe, werde ich diesen Part beenden. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, können wir Hyrule retten? Hat der Dickebaum immer noch so viel zu labern? Wir werden es auf jeden Fall erleben. Stellt mir meine Fragen wegen dem Inside Gaming. Bewertet auf jeden Fall das Video. Fratze zum Abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. See you next time. Euer Avenger, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und so, ne? Servus, alter Schwede.